Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Cities Skylines. Oh, und der Donutwagen wäre hier fast umgefallen, so schnell wie der gerade kam. Und ja, wir machen gerade eine kleine Städtetour. Hier mit so einem kleinen Transporter, der irgendwelche Flüssigkeiten transportiert, vielleicht Öl. Kann ich mir gut vorstellen, denn er kam gerade hinten aus Plastic World. Und ja, hier eine kleine Stadtrundfahrt sozusagen. Lange nicht mehr gemacht. Busse werden übrigens nochmal eine Lösung. Wir müssen irgendwann mal wieder Busse einführen. Hui, und über die Brücke, also wir drüber, eher drunter. Mann, hier fahren aber auch eine Menge Industriefahrzeuge diese Autobahn entlang. So, ich breche das Ganze mal ab hier. So, okay. Oh, ich wollte gar nicht. Ach, Leertaste ist Play, wusste ich gar nicht. Ha, siehst du, wieder was gelernt. Also die Autobahn wird hier immer befahren, ne? Und das liegt einfach daran, dass hier hinten noch keine so große Anbindung ist, ne? Also es kommen schon einige Autos von hier hinten, die fahren aber, warum auch immer, alle hier lang und dann drauf. Ich weiß nicht, warum die nicht hier lang fahren. Das wäre viel praktischer. Aber auch da schauen wir einfach mal. Vielleicht finden wir hier auch Lösungen. Man könnte hier vielleicht auch die Autobahn außen lang führen, die dann direkt in dieses Industriegebiet führt oder was auch immer. Also, wir haben hier Lösung über Lösung. Aber hier ist auf jeden Fall reges Treiben. Und jetzt könnte man glatt... Jetzt ist die Frage. Geht man hierher und baut hier Lärmschutzwände? Oder lässt man das? Wie sieht es denn aus mit dem... Was sagt er hier? Krank. Er ist krank. Vermutlich, also er könnte so krank sein oder vom Lärm. Na, das ist die Frage. Und Bedarf ist wieder gestiegen. Oh, nee, so viel will ich gar nicht. Guck mal hier, warum ist das nicht mit? Das ist ja frech. Hier diese ganze Reihe, zack. Kann grün werden. Das ganze Gebiet grün bitte. Kann das Gebiet hier auch grün werden? Und hier würde ich fast sagen, ziehen wir das Ganze mal ruhig bis hier hinten durch. Und der hintere Teil auch wieder grün. Und hier könnte ich es mal sogar unter der Brücke, klingt komisch, an der Brücke hier halt ein paar mehr Leute einziehen. So. Das sieht aber an und für sich alles schon ziemlich cool aus. Hier noch ein bisschen. Okay. Was ist hier mit euch? Geringer Bodenrichtwert. Das ist ja frech. Können wir da vielleicht irgendwas dran machen? Eigentlich können wir da gar nicht viel großartig dran machen. Frage ist, bringt das was, wenn ich hier ein bisschen... Nee. Busse. Wenn ich hier vielleicht einfach ein bisschen Bus hinzufüge. Eine neue Linie. So, die fährt hier lang. Hier unten am Wasser entlang und kommt dann erstmal hierher zurück. Dann gibt es eine Linie, die fährt hier so schön durch
Sack. Hier hält die nochmal. Die hält hier unten. Und hier und jetzt. Zack. Ja, doch, das ist eine schöne Linie. Okay, und dann brauchen wir auf alle Fälle noch eine Linie. Die hier rüber fährt. Nee, pass auf, die setzen wir hier an. Hier. Hier. Haben wir irgendwo schon eine Bushaltestelle? Ja, haben wir so viele. Würde ich fast sagen, hier hin. Dann einmal rüber nach Lüttenfelde. Hier Einkaufsmöglichkeit. Hauptstraße entlang. An die Haltestelle. Die hält nochmal hier. Und dann kommt die über diese Brücke. Ne, pass auf, die fährt dann weiter. Die hält nochmal hier. Und hier. Und dann fährt die hier hin und kommt dort wieder an. Das ist doch eine mega Verbindung. So können die Leute zumindest erstmal ein bisschen durch die Gegend gucken. Mehr würde ich jetzt noch nicht machen wollen. Später auf jeden Fall mehr. U-Bahn mal nur angucken grob. Fahren die regelmäßig noch? Wie viele werden damit umgesetzt? Ah, doch, so viele. Okay, dann sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir doch ein bisschen U-Bahn hier integrieren. Auch wenn die immer so laut ist. Hier auf alle Fälle eine Station. Schade, dass das nicht funktioniert. Das wäre richtig stark. Da eine Station. Ja, ich weiß, ihr seid nicht glücklich wegen Lärm, aber das geht jetzt mal nicht anders. Hier eine Station. Hier eine Station. So, das reicht erstmal. Guck mal, dann kommt man hierher. Sag, wir binden das. Binden die beiden Sachen mit dem hier. Die Station damit. Und das an dieses Kreuz. Und dann würde ich noch ein paar Querverbindungen setzen. Zum Beispiel hier irgendwie. Warum auch immer das nicht gehen soll. Gefälle zu steil. Du bist auch zu steil, ey. Gefälle zu steil. Hat doch da vorne auch geklappt. Ist hier irgendwo das Gefälle nicht zu steil? Ach, jetzt geht's, ja? Das ist ja auch komisch. Na gut, dann nehmen wir das Kreuz hier weg. Zack. Dann haben wir hier eine Verbindung und da eine Verbindung. Und dann sagen wir, eine Verbindung fährt von dort nach da. Nach da. Das müssten wir schon verbinden, sonst ist blöd. Okay, nochmal. Also von hier. Nach hier. Nach hier.
Hierher. Hierher und zurück. Ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch geraten, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und dann sagen wir nochmal von hier. Wieso fährt denn die so komisch? Ach, weil die beiden bestimmt nicht richtig miteinander verknüpft sind. Wetten? Wetten, das liegt da dran? Gefälle zu steil. Deswegen. Das funktioniert. Das ist ja richtig blöd. Okay, dann könnte man aber hierher gehen. Sagen, die führt hier hoch, hier rüber, hier hin. So. Dass man das auf jeden Fall mitnimmt. Immer noch das Gefälle ist. Das hat ja eben noch funktioniert. Jetzt, okay, jetzt hat es funktioniert. Also. Kommt man hierher und sagt, von hier möchte ich fahren nach hier. Jetzt baut er das auch richtig. Dann möchte ich hier hin. Ich möchte einmal hier dahin. Hier hin. Hier ist eine Haltestelle, die ist überhaupt nicht angeschlossen. Hier weiter. Hier hin und dann. Zack. Fertig. Coole Strecke. Coole Strecke. Die führt einmal wirklich überall hin. Damit ist auch einmal alles verbunden. Wie gesagt, Zug wird irgendwann vielleicht nochmal integriert. Liegt jetzt nicht ganz weit vorne. Bus ist erstmal cool. Schiff steht noch ganz weit ab vom Schlag. Gut. Oh, hier ist Wasser am Start. Wasserproblem am Start. Sagt doch keiner was. Jetzt haben wir aber Wasser. Ja, müsst ihr nur realisieren. Jupp, dankeschön. Okay. Apropos Wasser, ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Wasser ist gar nicht mehr so viel da. Eine Wasserpumpstation. Kann ich bitte irgendwie auch sagen, dreh dich? Will nicht. So, können wir es aber machen. Die beiden Fridoline kriegen hier einen eigenen Wasseranschluss, natürlich. So. Der hat es realisiert, der zweite... Hat's auch realisiert? Ja, ihr beide habt noch keinen Strom. Müsst ihr noch mit warten. Müsst ihr auch mit leben jetzt. Abwasser. Endrohre.
Lässt er nicht zu, dass ich das hinbaue? Der Schmuck. Da müssen leider die Häuser ein bisschen verschwinden. Na komm, eins kriegen wir da noch hin. Ah. Gut, nee, geht nicht anders. Auch die drei kriegen Wasser. Eins, zwei, drei. Und jetzt werdet noch schön türkis. Zack. Der zweite, der dritte. Okay. Und damit hat er das akzeptiert. Und die pumpen weiter hier die Gülle ins Wasser. Okay. Die beiden mache ich mal aus. Die sind für später. Ja, wo wir dann später mit dem Abwasser hin, müssen wir mal gucken, wie wir das dann noch hier umsetzen. Gut, läuft. Läuft, läuft, läuft. Hier entstehen weiter fleißig die Häuserchen. Wir haben wieder mal einen Bedarf an Bürogebäuden. Aber zum Glück haben wir ja hier noch ein bisschen Platz dafür. So. Hier. Hier auch. Zwischen die Linie. Alles Gewerbefläche. Okay, hier haben wir noch ein schönes Stück. Auch das kann alles Gewerbefläche werden. Sexy! Gute Entscheidung, Bürgermeister. Wer außer uns würde schon die Ölreserven unter unserer Stadt nutzen? Industrialer Boom, more money. Find us, keep us. Also wer findet, darf es behalten. Wenn ich mich nicht ganz irre. Okay. Wie schaut es mit unseren Müllanlagen hier aus? 49%. 47%. Das wird ja gerade alles weggebracht hier. Und Müllverbrennungsstatus sieht sehr gut aus. Mal gucken. Wir haben eine Müllproduktion von 200, bisschen über 250.000 Einheiten pro Woche. Wir können aber bis zu 432.000 Einheiten pro Woche verbrennen. Also alles tutti. Da sind wir wirklich sehr gut im Rahmen. Und hier, das Problem hat sich mit dem Stau hier von ganz allein gelöst. Also von ganz allein ist übertrieben. Aber es läuft. Es funzt. Und die sagen, die brauchen Arbeiter. Na, die haben ja auch ein Leben, hey. Die Busse hier, was ist denn hier los? Oh Gott! Wie viele Menschen stehen hier? Oh Gott! Die Sheffield Residence. Was ist mit den Bussen hier los, hey? Wo stehen die? An der Ampel stehen die hier. Die Hölle los. Mal kurz einen Blick auf die Verkehrskarte legen. Oh, das ist die falsche. Oh Gott. Oh Gott. Hier muss ich irgendeine Lösung schaffen. Irgendeine Lösung. Gut, aber das ist erstmal nicht jetzt das Problem. Das Problem kann man dann in der nächsten Episode begehen.
Also, mit diesen Bildern. Nee, was war das? Unschöne Bilder dafür. Mit diesen Bildern. Zack, hier schön aus der totalen Farm. Über unsere schöne Stadt entlasse ich euch in den Tag. Habt noch viel Spaß, was auch immer ihr macht. Und wenn ihr Bock habt, schaut einfach wieder in die nächste Folge rein von Cities. Dann können wir hier diese tolle Stadt Springfield weiter zu Ruhm und Glanz verhelfen. Also, macht's gut, danke fürs Vorbeischauen und bye bye.